Einerseits gibt es rechtliche Vorgaben an die Gesetzesberatung und an das Gesetzgebungsverfahren aus dem Grundgesetz, aus der Geschäftsordnung des Bundestags bzw. des Landtags. Die müssen beachtet werden. Insoweit könnte ich mir vorstellen, dass eben dieses Gesetzgebungsverfahren, so wie es im Moment ist, einfach abgebildet wird im Internet und man das auch schrittweise nachvollziehen kann. Sinnvoll wäre es aus meiner Sicht natürlich, die Gesetzesdokumente vorher, bevor die Gesetzesberatungen losgehen, im Internet zu veröffentlichen, sodass die Bürger auch tatsächliche Einflussnahmemöglichkeiten haben. Im Moment können sie ja die Gesetzesdokumente häufig schon eben in Papierform, häufig aber auch übers Internet schon abrufen, wenn die fertiggestellt sind. Und ich denke, den größten Nutzen würde es den Bürgern natürlich bringen, wenn sie auch eigene Stellungnahmen abgeben könnten, die dann aber auch zur Kenntnis genommen werden müssten. Wenn es aber sehr viele Äußerungen sind und da die Abgeordneten auch häufig eben zeitlich anders beansprucht sind, müsste jemand diese Stellungnahmen auch filtern, möglicherweise zusammenfassen und Ähnliches, damit es dann in den Willensbildungsprozess einfließen kann. Wenn die Gesetzesberatungen im Internet veröffentlicht werden, beziehungsweise die Gesetzesdokumente, ist die Möglichkeit gegeben, dass eine breitere Öffentlichkeit diese Dokumente und Beratungen zur Kenntnis nimmt. Also man kann damit rechnen, dass sich eher Bürger informieren werden über dieses neue Medium, dadurch natürlich auch das Gesetzesprojekt viel eher zur Kenntnis nehmen werden und dadurch versuchen werden, sich eine Meinung zu bilden, ihr Abstimmungsverhalten darin auszurichten. Folge davon ist, dass die Politiker natürlich wissen, dass die Öffentlichkeit steigt. Und wenn es eben irgendwelche Foren für die Bürger gibt, wo sie sich äußern können, dass die Politiker dann diese Meinungskundgaben zur Kenntnis nehmen.